Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jet Empire. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben zwei Konfigurationen, die wir hier machen können. Eine davon können wir machen. Danach dürfte dieses Ding hier kaputt gehen. Was wir bekommen, ich habe keine Ahnung. Das heißt, wir müssen es einfach mal ausprobieren. Bei dem einen darf der Kamin und der Kessel nicht an sein. Alles andere muss an sein, wenn ich es richtig weiß. Also die Zahnräder, die Blitzkugel und das Wasserrad. Die Zahnräder. Die Blitzkugel. Der Schornstein nicht. Und das Wasserrad, habe ich gesagt. Richtig. Wasserrad, Blitzkugel, Zahnräder. Ach, halt der Kessel noch. Ne, der Kessel nicht. Kessel und Kamin nicht. Kessel und Schornstein nicht. Alles klar. Dann füllen wir mal diese Rubine ein. Augen des Nichts verloren. Und dann müssen wir den Tiger drücken. Oh. Ich würde sagen, das ganze Ding geht kaputt. Aber sowas von. Wir bekommen Harmonie und Balance. Und ab jetzt funktioniert dieses Ding nicht mehr. Okay. Also, was bekommen wir? Oh, Techniken. Wir bekommen die Harmonie und die Balance. Körper, Geist und Seele plus 3. Mit der richtigen Konfiguration hat Fürst Laus fabelhafter Fabrikator aus den ungeschliffenen Rubinen Harmonie und Balance erschaffen. Diese Technik stärkt Körper, Geist und Seele. Okay, das heißt je 3. Dann speichern wir das Ganze mal. Laden neu. So, jetzt müssen jetzt in dieser Konfiguration muss alles an sein, bis auf diese Blitzdingsbums. Das heißt, das muss an sein. Die Zahnräder müssen an sein. Die Blitzkugel darf nicht an sein. Dafür aber der Schornstein. Und das Wasserrad. Rubine wieder eingesetzt. Und diesmal müssen wir den Drachen drücken. Und dann passiert... dass das Ding wieder kaputt geht. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir rauskriegen. Wir bekommen Stärke des Stieres. Das bringt uns Schaden erhöht. Nachdem ihr den Fabrikator entsprechend konfiguriert habt, ist die Stärke des Stieres auf euch übergegangen. Dank der Macht des Stieres richten eure waffenlosen Angriffe nun mehr Schaden an. Okay. Die waffenlosen Angriffe, also sowas wie der springende Tiger hier. Das ist ja der waffenlose Stil, genau. Steht das auch dabei? Nee, steht leider nicht dabei. Also der Stil würde jetzt mehr Schaden anrichten. Ich glaube, das gefällt mir auch irgendwie besser als das andere. Weil mit den waffenlosen Stielen, den setzen wir ja auch sehr, sehr gerne und sehr gerne und sehr oft ein, machen wir jetzt mehr Schaden. Beim anderen wäre es halt alles nur je 3 plus 3. So gut ist es nicht. Also da haben wir auch schon mit haben wir gar nicht. Achso, weil ich die Bronzezunge wieder reingemacht habe. Aber da hatten wir auch schon schönere Juwele drin. Hier mit
Körper plus, das ist ja das glitzernde Juwel der Balance, wo es plus 4 hat mit allem. Also, ja. Ich denke, ich nehme tatsächlich mehr Schaden für unsere waffenlosen Stiele. Ich glaube, das ist besser. So, alles kaputt. First Lau. Ein sehr faszinierender Ort. Dann wären wir bereit, den Ort zu verlassen. Gut, ich werde mal überlegen, ob mir noch etwas Nützliches zu dieser Maschine einfällt. Ich kann uns jederzeit hierher zurückbringen. Warum? Sie ist doch kaputt. Sie ist doch kaputt, da kann man nichts mehr machen. Hast du dann auch irgendwie was Neues jetzt zu erzählen, nachdem sie kaputt ist? Ja, ich möchte ihn mir gern noch... Oder so ähnlich. Nee, da gibt's nichts wirklich was Neues. Okay, alles klar, dann sind wir eigentlich fertig hier. Dann zurück zu den Lotus-Assassinen in der Hoffnung, dass die unseren kleinen Ausflug jetzt nicht bemerkt haben und irgendwie uns was Blödes wollen oder blöd uns kommen oder wie auch immer. Blöden Fernkampfangriffe von dem kann man relativ schlecht ausweichen. Manche kann man blocken, manche kann man nicht blocken. Das ist immer irgendwie so ziemlich blöd vorherzusagen, was Sache ist. Manche gehen zu blocken, manche gehen nicht zu blocken. Manche kann man ausweichen, manche kann man auch nicht ausweichen. Die meisten kann man nicht ausweichen, weil sie so eine Art Zielsuchsystem haben. Okay, das haben wir. Wo ging's lang? Da ging's lang. Oh, ich kann es noch verschnellern. Ich muss ja nicht so langsam dahin kriechen. Kostet zwar ein bisschen Fokus, aber so viel Fokus ist es ja auch wieder nicht. So. Wie gesagt, ich hoffe, die sind uns nicht sauer, dass wir einen kurzen Ausflug nach draußen gemacht haben. Hatten wir hier eigentlich irgendwelche Schreine, wo wir unser Mana oder Chi wieder aufladen können? Ja, Tatsache. Dann machen wir das doch gleich noch. Wer weiß nämlich, was uns noch erwartet. Erstmal noch ein paar Gegner, wo wir Geister, gegen die wir kämpfen müssen. Wo auch immer die sein mögen. So, erstmal sind wir jetzt wieder voll da. Das ist doch schon mal gut. Hallo? Jetzt. Okay, keiner beschwert sich. Finde ich gut. Dann schauen wir uns das mal an. Da unten waren wir schon. Das sieht man auf der Karte ja ziemlich schlecht. Doch, von her sieht man es eher. Ja, unten waren wir schon überall. Das heißt, wir müssen wohl über diese Brücke rübergehen. Okay. Was ist mit euch, die hier rumstehen? Können wir mit euch reden? Noch einer von Gangs schwächlichen Akolyten begibt sich zur Schlachtbank.
Wie viele haben die Geister bislang getötet? 11, 12? Spielt das eine Rolle? Sie sind einzeln so wertlos wie zu mehreren. Na dann los. Lasst uns sehen, wie es euch ergeht. Bis sie diese Geister endlich vernichtet haben, brauchen wir Schleusentore für das Blut. Okay, Adjutant Teng. Na los. Folgt euren anderen nutzlosen Akolyten in den Tod. Da kommt man nicht durch. Na los. Folgt euren anderen nutzlosen Akolyten in den Tod. Ist ja schon gut. Du bist nur ein Lotus-Assassiner. Da kommen wir nicht hin. Na, dann müssen wir wohl durch diese Tür gehen. Also durch diese Tür kommen wir nicht, durch diese Tür kommen wir nicht. Mit den Leuten hier können wir nicht wirklich reden. Na, dann müssen wir wohl hier durchgehen. Ja, ich glaube, das ist wohl richtig. So, gleich noch ein bisschen Chi wieder aufgesammelt. Okay, und das war's schon, oder? Das sind Probleme mit Geistern. Okay. Also das war jetzt nicht wirklich besonders schwierig. Ein inaktiver Lehmgolem ist das hier. Und das hier sind alles inaktive Lehmgolems, hätte ich gesagt. Komm. Und das ist eine Vase. Okay. So, und da kommen wir auch nicht durch. Das heißt, es müsste es wahrscheinlich jetzt schon gewesen sein. Okay. So schwierig war das jetzt nicht. Und damit seid ihr nicht klar gekommen. Ihr lebt ja noch. Und die Geister sind weg? Nun, das habe ich nicht erwartet. Anscheinend habe ich endlich mal einen kompetenten Akolyten bekommen. Interessant. Rekruten sind selten von Nutzen, bevor wir sie ihrer Eigenarten berauben. Aber ihr verlangt förmlich nach einer interessanteren Verwendung. Vielleicht seid ihr diejenige, auf die ich gewartet habe. Wer weiß, wer weiß. Ich bin keine einfache Schülerin, soll man ein bisschen angeben? Ich habe mir meinen Platz hier verdient. Normalerweise würde es zu euren Pflichten gehören, eine Zeit lang in einer Zelle zu vegetieren, bis jede Spur eures Willens und eures Selbst ausgelöscht ist. Ein erschöpfendes und brutales Erwachen. Ich brauche einen besonderen Schützling. Jemanden, der bereit ist, in meinen Diensten alles zu riskieren. Ich werde euch euren Intellekt und euren Einfallsreichtum belassen, wenn ihr 2 Aufgaben für mich erledigt. Okay. Die eine Aufgabe ist ohnehin eure Pflicht. Mit der anderen sichert ihr euch eure Zukunft im Herzen der Assassinen. Lotus-Akolyten sind generell entbehrlich. Ihr verdient ein besseres Schicksal. Ich werde tun, was zu tun ist, Meister Kang. Ergang. Ihr müsst den Seelenextraktor benutzen. Ein Stück hinter dem Raum, in dem ihr gegen die Geister gekämpft habt. In den kommenden Wochen werdet ihr helfen, die glorreiche Golem-Armee des Reiches weiter zu vergrößern. Yay, bin begeistert. Golems bewegen sich dank der Seelen der Toten. Wie sich herausgestellt hat, ergeben kürzlich Verstorbene wesentlich fügsamere und mächtigere Golems. Vor allem, wenn sie brutal getötet wurden. Wir graben nicht mehr in der Stadt der Toten nach Seelen, die sich in der Nähe ihrer Ruhestätte aufhalten. Stattdessen schlachten wir Sklaven ab, um ihre Seelen in Seelenscherben zu extrahieren.
Heute Abend brauchen wir eine Scherbe von außergewöhnlicher Qualität für einen Jade-Golem, der das letzte Bataillon Golems führen wird. Ihr werdet die Herstellung in der Extraktionskammer überwachen. Vielleicht können wir das gleich noch sabotieren irgendwie. Was ist die zweite Aufgabe, Meister Gang? Ihr habt eindeutig mehr verdient als das kurze Leben eines gewöhnlichen Akolyten. Euer Geschick hat mich überrascht. Setzt es ein, um auch die anderen zu überraschen. Helft mir, die Macht zu erlangen, euch zu helfen. Tötet Meister Shin, meinen Vorgesetzten. Irgendwie war mir das fast klar. So einfach kann das nicht sein, sonst wäre er schon tot. Gut beobachtet. Es ist eine knifflige Angelegenheit und daher ein guter Test für einen anderenfalls entbehrlichen Akolyten. Leute wie ihr sterben häufig in den Machenschaften zwischen Meistern. Für ihn sind wir nur Mittel zum Zweck. Achte darauf, dass wir nützlich bleiben, sonst sucht er sich einen anderen Günstling. Der Orden der Lotus-Assassinen besitzt komplizierte Regeln. Es ist in Ordnung, wenn Mord vermutet wird, solange der Tod aufgrund von Inkompetenz als verdient erscheint. Okay. Und wie soll ich das anstellen? Das müsst ihr euch schon selbst überlegen, Akolyt. Dieser Ort ist gefährlich. Findet einen Weg, wie Shin einen Unfall haben könnte, der ihn entehrt. Ich darf damit natürlich nicht in Verbindung gebracht werden. Ja, natürlich. Sprecht mit meinen Akolyten bei der Golempresse und am Seelenextraktor. Das sind gefährliche Maschinen. Findet irgendeine spitze Ecke, an der sich Shin den Schädel spalten kann. Kommt zu mir zurück, wenn ihr eine Idee für einen geeigneten Unfall habt. Mir ist gleich, was es ist, solange ich mich am Ende an Shins Leiche weiden kann. Nett. Fragen? Haben wir das? Ja, haben wir. Fragt. Ich möchte etwas über die Golems und die Scherben fragen. Ich höre. Was sind Seelenscherben? Ähneln sie ein Essenzjuwel? Scherben erfüllen die Golems mit Leben. Die Seelen werden aus dem Körper extrahiert, ganz gleich, ob es sich nun um eine Leiche oder einen Sklaven handelt, und in einer Kristallscherbe eingeschlossen. Je kürzer der Tod zurückliegt und je brutaler er war, desto effektiver ist der Golem. Der Vorgang unserer Seelenextraktion ist bewusst schmerzhaft. Ich mag die Assassine nicht. Sind Schmuckstücke, die kleine Mengen Chi sammeln können. Es gibt nur sehr wenige Leute, die sie effektiv zu nutzen verstehen. Und was ist so wichtig an den Jade-Golem? Golems sind absolut gehorsam. Aber das heißt nicht, dass sie immer leicht zu kontrollieren wären. Wenn es viele sind, kann es zu Disharmonie kommen. Jade-Golems werden mit Seelenscherben aus mehreren Seelen versehen. Sie sind sehr klar strukturiert und dienen als Besänftiger für andere Golems. Ein oder zwei Golems können allein mit Willenskraft kontrolliert werden, aber in einem ganzen Heer braucht man diese Mittler aus Jade, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Solche Anzahlen sind ohne einen Leutnant gefährlich. Wenn wir jetzt, ich frage mich schon die ganze Zeit, können wir dieses Ding irgendwie sabotieren? Wenn sie dieses, das ist ja ein wichtiger Golem, der jetzt hergestellt wird, wenn wir den verhindern könnten oder irgendwie sabotieren könnten, wäre ja schon cool. Aber wir müssen ja auch die Gunst von ihm jetzt irgendwie bekommen, damit wir weiterkommen. Also, knifflige Sache. Mal sehen, ob wir da irgendwie das rauskriegen können, dass wir das alles miteinander kombiniert kriegen, falls es überhaupt geht. Ich habe auch eigentlich keine Lust, irgendeinen Unschuldigen jetzt hier brutal zu Tode zu bringen. Ja. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Wie viele Golems sind schon hergestellt worden? Ich weiß es nicht. Hunderte? Mehr? Es sind viele hier und warten auf einen Jade-Golem, der sie befehligt. Letztlich werden wir die Schwächlinge der kaiserlichen Armee vollständig ersetzen.
Stellt euch das vor, Akolyt. Eine Armee gehorsamer, nahezu unzerstörbarer Golems, die den Willen des Kaisers unter der Hand des Todes durchsetzen. Ein schöner Anblick. Nicht wirklich, nicht wirklich. Andere Fragen? Erzählt mir von Meister Shin. Ihr wisst schon genug über ihn. Er ist unausstehlich und ihm liegt allein an seinem eigenen Aufstieg. Ständig sabotiert er meine Bemühungen. Wenn er weg ist, werde ich im Rang aufsteigen. Und ich werde Akolyten belohnen, die mir treu sind. Vielleicht werde ich euch im Herzen der Festung sogar Großinquisitorin Gia vorstellen. Ja, genau das ist es, was wir eigentlich bräuchten. Ha. Schwierig. Ich habe mit der Hüterin des Archivs über euch gesprochen. Halt! Kein Wort mehr, Akolyt. Ich weiß sehr gut, was diese Lotus-Kommentatorin aufzeichnet. Gerüchte und Lügen, die ständig an Großinquisitorin Gia weitergereicht werden. Wenn ihr mehr als eine Fußnote auf ihren Seiten sein wollt, werdet ihr sie mir gegenüber nicht mehr erwähnen. Die alte Närrin wird mein Potenzial noch erkennen und ihr werdet mir dabei helfen. Naja gut, dann war's das. Denkt an eure Aufgaben, Akolyt. Stellt in der Extraktionskammer eine Seelenscherbe für den Jade-Golem her und findet eine gute Methode, Meister Shin zu töten und zu entehren. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Akolytenausbilderin Guang aufsuchen. Ich bin sicher, dass ihr ihr überlegen seid, aber vielleicht hat sie etwas, das euch von Nutzen ist. Ist es die, wo da hinten gerade rausgekommen ist? Die da? Ja, die hat auf jeden Fall ein Ausrufezeichen über den Kopf. Ausrufezeichen, auf jeden Fall so ein, ja, das ist Guang. So ein, Marker halt. So, die Festung der Lotus-Assassinen haben wir jetzt. Stellt eine Seelenscherbe her und tötet Meister Shin. Tut alles, was nötig ist, um Meister Shin zu töten. Und erledigt alle nötigen Schritte, um eine Seelenscherbe herzustellen. Vielleicht kann man das irgendwie auch miteinander kombinieren mit Meister Shin und der Seelenscherbe und es noch so machen, dass das vielleicht nicht funktioniert. Oder vielleicht erst, was noch besser wäre, auf Zeit nicht funktioniert, dass es jetzt funktioniert, aber irgendwann zusammenbricht. So, dass es dann nicht, dass man es nicht uns in die Schuhe schieben kann. Tötet Meister Shin. Meister Gang hat euch beauftragt, herauszufinden, wie man seine Vorgesetzten Meister Shin töten könnte. Er soll auf eine Weise sterben, die ihn entehrt und den nicht mit Meister Gang in Verbindung gebracht werden kann. Findet einen Weg, Shin zu töten und zu entehren. Sucht in der Festung nach einem Weg, Meister Shin auf entehrende Weise zu töten. Ein peinlicher Unfall wäre wohl genau das Richtige. Könnten wir vielleicht eine Seelenscherbe herstellen? Aber Meister Shin, da passiert irgendwas und verdirbt die Scherbe. Dann wäre er Meister Shin ziemlich entehrt. Meister Gang kann sagen, ist nicht meine Schuld, dass Meister Shin da so einen Mist gebaut hat und der Golem wäre nicht fertig. Schauen wir mal. Durch Herstellung einer Seelenscherbe. Meister Gang möchte, dass ihr in die Extraktionskammer bei der Herstellung einer Seelenscherbe für den neuen Jade-Golem-Leutnant mithelft. Es muss eine Möglichkeit geben, eure Pflicht zu erfüllen, ohne die Golem-Armee der Lotus-Assassinen zu stärken. Genau das, was ich schon die ganze Zeit sage. Trotz der Erfahrungen, die ihr hier sammelt, bleiben sie dennoch eure Feinde. Begebt euch in die Seelenextraktionskammer. Sie liegt in der Nähe des Ortes, an dem ihr vom Meister Gang die Geister beseitigt habt. Also hier hinten da. Und ich schätze, unser Ziel ist es, hier durch diese Tür hier nach da hinten zu kommen. Ja gut, schauen wir mal. In der nächsten Folge finden wir vielleicht raus, was wir da genau machen müssen, um Meister Shin in entehren zu können, ihn loszuwerden. Und das Ding zu sabotieren, ohne dass es auf uns zurückfällt und auf Gang und wir trotzdem weiterkommen. Na gut, ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.